Es gibt drei Arten von Erlebnissen, die man auf einer Tour oder auf einer Reise macht. Kategorie A, man erlebt tolle Sachen und kann das hinterher dann weitererzählen und es ist alles wunderbar. Kategorie B, man erlebt nicht so tolle Sachen und während man da drin steckt in diesem Prozess, ist es gar nicht lustig, aber es ist zumindest lustig, wenn man es hinterher erzählt. Kategorie C, man macht schlechte Erfahrungen, womit auch immer, und die bleiben auch schlecht, wenn man sie hinterher erzählt. Und von diesen Kategorie B-Erlebnissen handelt die heutige Folge vom Geschichteldrucker. Wir waren 1983, Anfang des Jahres 83, auf einer Tour mit dem Franz Morak. Und hinterher betrachtet muss man sagen, eine Katastrophentour. Nicht, was das Künstlerische angeht, weil wir hatten ein super Programm, ein super Bühnenbild, hat sich der Franz Morak überlegt und jede Menge Action in früheren Folgen schon erzählt mit Schweinskopf zersägen etc. Aber bevor man noch auf die Bühne kommt, beziehungsweise in welchem Zustand, das ist eine andere Geschichte, die ich jetzt erzählen möchte. Also es fing schon damit an, dass wir das erste Konzert, das wir geplant hatten, absagen mussten, weil der Franz Morak erkrankt war. Also es war so, wir haben im Metropol geprobt und wollten dann die Premiere spielen. Dazu kam es nicht, weil der Franz Morak erkrankt war. Glücklicherweise war nach der Premiere waren ein paar Tage dazwischen, bevor wir dann tatsächlich auf Tour gegangen sind. Und in den paar Tagen hat sich der Franz wieder so weit erholt, dass wir dann doch auf Tour gehen konnten. Also wir sind losgefahren und die ersten Konzerte fanden in Deutschland statt. Und wir kamen an die deutsche Grenze, wurden bei der Einreise plötzlich nach Arbeitsgenehmigungen gefragt. 1983, Grenzverkehr zwischen Deutschland und Österreich war massiv, aber offensichtlich hat man uns als arbeitende Menschen eingestuft und wollte von uns eine Arbeitsgenehmigung, die wir natürlich nicht hatten. Also, das heißt, wir wurden abgewiesen. Stempel im Pass, abgewiesen. Was tun? Wir rufen das Management in Wien an. Das Management in Wien ruft an der Grenze an. Aber nach 3 Stunden Verhandlungen hat sich auch an diesem Grenzübergang durchgesprochen, dass Künstler keine Arbeitsgenehmigung brauchen. Wir hatten schon oft in Deutschland gespielt und es hatte noch nie jemand nach Arbeitsgenehmigungen gefragt. Aber wenn dort ein Beamter steht, der das nicht weiß, wirst du abgewiesen. Jedenfalls sind wir nach 3 Stunden Rumsitzen auf der Grenze wieder zu demselben Beamten. Und derselbe Beamte, der mir in den Pass gestempelt hat, abgewiesen, hat es durchgestrichen und daneben einen zweiten Stempel aufgehoben, draufgestempelt. Also, wir durften einreisen. Die nächste kleine Panne war eine Autopanne. Wir hatten einen Leihwagen und der hat mitten auf der Autobahn irgendwann die Batschen gestreckt, wie wir so schön sagen in Wien. Es ging nichts mehr, wir mussten wieder telefonieren, es kam von der Leihwagenfirma ein Ersatz und es hat wieder ewig gedauert, bis wir an unserem Spielort waren. Eines unserer Konzerte fand in West-Berlin statt. Damals musste man, wenn man nicht nach West-Berlin geflogen ist, durch die DDR nach West-Berlin. Das heißt, wieder Grenze überschreiten, eine Korridorstraße der DDR nach West-Berlin, dann befindet man sich wieder im Westen und es ist alles, wie wir es gewohnt waren. Aber man durfte zwar damals mit einem abgelaufenen Pass, der 10 Jahre abgelaufen war, von Österreich nach Deutschland, aber nicht von der BRD in die DDR. Aber irgendwann auf der Reise hat mich wer nach meinem Pass gefragt und ich habe da reingeschaut und der war wirklich 2 Monate abgelaufen. Also, was tun? Wir machen einen kleinen Umweg, fahren nach Düsseldorf zum österreichischen Konsulat, um meinen Pass verlängern zu lassen. Wir erscheinen vor dem Konsulat. Damals war die Angst vor Terroranschlägen in Deutschland groß und wir mussten ein paar Sicherheitsschilder
Sperren durchschreiten, bevor ich dann vor diesem Beamten stand, der hinter einem 2 Zentimeter dicken Panzerglas saß und mit mir nur kommunizieren konnte, wenn man unten durchgeredet hat. Also habe ich ihm meinen Pass durchgeschoben. Er hat grantig reingeschaut und hat dann gesagt, dass ihr nie in eure Pässe schauen könnt. Ein Wiener in Düsseldorf am Konsulat. Nach dieser Ansage hat er den Telefonhörer in die Hand genommen, hat telefoniert mit seiner Dienststelle in Wien, nehme ich mal an. Und nach diesem Telefonat jedenfalls hat er eine Füllfeder in die Hand genommen und hat meinen Pass für 10 Jahre verlängert, handschriftlich. Und ich bin die nächsten 10 Jahre dann mit einem gültigen Pass herumgereist. Also das Konzert in Berlin hatte auch stattgefunden und die restlichen Konzerte waren nur dadurch etwas getrübt, dass immer einer von der Band krank war. Nachdem der Franz Morak am Anfang schon krank war, hat sich das bei uns schön auf die ganze Tour verteilt und es gab, glaube ich, kein einziges Konzert, an dem nicht einer mindestens Fieber hatte. Auch nicht so lustig, wenn man gerade mittendrin steckt. Das nächste Problem war, dass wir, obwohl wir ausgemacht hatten, nach jedem Konzert ausbezahlt zu werden, noch immer keine Gage gesehen hatten vor dem letzten Konzert. Und die Erfahrung lehrte mich, dass wenn man mal gespielt hat und sozusagen seine Leistung erbracht hat, die Verhandlungen für eine Gagenauszahlung sich dann immer ziehen und schwierig sind. Also habe ich dem Tourmanager damals gesagt, ich hätte gern vor dem letzten Konzert meine Gagen von den 3 Konzerten davor, die ich einfach nicht gekriegt habe, aus irgendwelchen Gründen, die mir ein wenig fadenscheinig erschienen. Und ich habe dann bekundet, ich spiele erst, wenn die Gagen bezahlt sind. Das hat natürlich große Betroffenheit ausgelöst und ich musste mir dann ein Schreiduell mit unserem Tourneeleiter liefern, damit da irgendwas in Gang gesetzt wurde. Meine Bandkollegen waren baff erstaunt, dass es sowas bei mir überhaupt gibt, aber nachdem der Tourneeleiter selber mit dem Schreien angefangen hat, habe ich ihn dann einfach niedergebrüllt, bis er mit dem Hinweis, er wird mit dem Management telefonieren, abgezogen ist. Inzwischen ist natürlich der Franz Morak zu mir gekommen und hat gebeten, dass ich dann doch spiele. Das letzte Konzert war in München. Wir wollten ja gerne spielen, aber unter diesen Umständen muss man dann auch manchmal streng sein. Und siehe da, ich wurde zum Telefon gerufen und am anderen Ende saß der Chef des Managements und hat mir sozusagen sein Wort gegeben, dass wir selbstverständlich alle Gagen am nächsten Tag persönlich von ihm im Büro erhalten werden. Und so war es dann auch. Also es gibt dann auch immer jemanden, dessen Wort man Glauben schenkt. Wie gesagt, künstlerisch war diese Tournee ein großer Erfolg. Organisatorisch ein Hürdenlauf sondergleichen. Aber das kann man sich ja nicht aussuchen. Auch heute wieder mein Aufruf, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Mittlerweile sollte klar sein, dass es auf allen Seiten nur Verlierer geben wird. Also bitte beendet diesen Krieg.